jetzt nichts mehr. Es gibt viele, was die Menschen mehr oder weniger schnell auswählen kann. Extra oder Nintendo, kannst du beten und hoffen, dass die Menschen mal ihren Verstand einschalten und die da Machtkorrupten überstimmen, damit jetzt etwas getan wird. Da gebe ich dir recht, alles. Allerdings ist das ein bisschen ein schweres Thema für einen lustigen Spider-Man-Stream. Oh, schau mal. Abklatschen, abklatschen, abklatschen! Nimm dich Spider-Man. Danke. Cool. Hui. 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 Nein, das war die falsche Taste. So. Soll ich aufhören? Ist okay, ich wollte nur Dieters Frage vollständig beantworten. Es wäre mir tatsächlich lieber, Edis. Weil anders, wenn wir einfach so einen Quatsch-Stream machen, Minecraft oder so, da gerne, aber Spider-Man kommt ja auch als Let's Play raus. Es ist gerade ein bisschen zu drückend. Weil ich philosophiere auch super gerne über so Sachen wie Sonneneruptionssturmkacke. Also du kannst gerne damit in Minecraft noch mal anfangen. Die Werbetafel wird vom Underground sabotiert. Sie müssen noch hier sein. Nee. So. Verfolge das Signal. Wenn ich an Sims denke, habe ich ein bisschen Geld. Kommt die Rechnung. Das habe ich tatsächlich. Nee, tatsächlich, die Probleme habe ich gar nicht in Sims. Auf einer Werbetafel zu bringen, ist echt gewagt. Sims ist mittlerweile ein Spiel. Da kann ich gut sagen, dass ich das eigentlich ganz gut kann. Oh, guten Tag, hallo. Ich hätte ein paar Ideen für eure Werbeoffensive. Wie wär's? Oh, das sind ja einige. Schau mal. Gerade sieht's eher anders aus, ne? Warte, du Finisher. Schau mal. Chris. Sehe ich gerade anders. Uah! Oh, Alter. Nion. Oh, schau mal, ein Finisher. Tschüss. Ach, da stehst du. Moment. Schau mal. Hab was für dich. Ja, alles gut, du bist streamer. Man sagt einfach, dass sie offen sind. Nehme ich mir so. Okay, danke, Alice. Ja, und wie verdienst du dein Geld? Tatsächlich immer das Erste, was ich mache in Sims, ist einen Shop suchen. Und dann mache ich aber auch noch Sachen wie zum Beispiel Schriftstellen oder Sachen am Pflanzen oder malen. Komm schon, Transmitter. So, jetzt müsste alles die Pflanze verwelkt mir alles. Echt? Das Problem habe ich nie. Hilft dir jetzt viel, ne? Wie geil, dass da einfach Flugzeuge am Himmel sind. Es sind schon super viele schöne Details in dem Spiel. Nee, dann mach einfach Schriftsteller. Jedes Mal, also wenn du nicht unbedingt, oder Minijobs, es geht ja auch Minijobs. Ach scheiße, nee, du hast das DLC wahrscheinlich nicht, oder? Dieses Arbeits-DLC? Hui, guten Tag. Nein, okay, schade, weil dann würde es, oder gibt es nicht Minijobs mittlerweile für alle? Das ist genau das, was ich will. Ach, scheiße. Okay. Und da sind wir wieder normal. Hey, lahme Ente. Hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Ich mag ihre Stimme voll gerne. Ich kann aber nicht mal sagen, warum.
bin so glücklich, dass wir neue Spider-Man gemacht haben und wir eine eigene Fähigkeit gegeben haben. Ja, super cool. Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Eine Timebox. Eine Timekapsel. Weißt du noch die Kombination? Würde ich auch gern machen. Okay, die ist. Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey Rick, machst du jetzt diesen Job bei Roxxon oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? 0112. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Oh, der Schnitzelmann. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Hallöchen. Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. No. Ach, dir einen guten Abend. Wie geht's so? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Zeitkapseln, 1 von 16. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber... Die Highschool ist eine ganz andere Welt. Seht ihr die Spiegelung? Das ist so schön. Ich bin sehr gespannt über die ganze Geschichte des G, wenn du mehr davon erfährst. Ich auch. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Pff, etwas später. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Halte X über Miles Wohnung oder einen U-Bahn-Eingang für eine Schnellreise gedrückt. Okay. Will ich aber gar nicht. Muss ich machen, ne? Ich werde dazu gezogen. Hallo, neue Sammelmission. Yay! Wieder durch die Stadt schwingen. Ich sag mal, was. Marvel Spider-Man. Ich sehe, es wird Marvel Spider-Man gespielt. Ja! U-Bahn-Ticket. Ja. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Oh, das ist so hübsch, na dieses los, Spiel. Wir kommen zu spät. Oh, hey. Oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Na, ich glaube, es wird schief gehen. Gehe zur Demo. Du, das gefällt mir an Harlem am besten. Das ist echt geil. Das beste Essen der Stadt. Tolle Musik. Oh, ich war einmal in Japan auf sowas. Also in Tokio. Das war so schön. Das ist schon komisch, meine Mom als Politiker. Ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentragen. Sieht echt cool aus.
Oh. Sorry. Hallo, Jenny. Sind Sie diese Spider-G? Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sie? Ja, meine Lieblingskette, die macht echt schöne Sachen. Alter. Und ich will auch auf so einem Straßenfest. Das war in Tokio so schön. Ich bin sowieso durch Tokio total random gegangen. Das ist meine Freundin Steph. Hi. Deine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Ich bin einfach random durch Tokio gelaufen und dann einfach so kurz einmal um die Ecke abgebogen und auf einmal war genau das vor mir. Das war so cool. Ich verrate es niemandem. Dankeschön, Jenny. Die da drüben schauen ein bisschen seltsam aus. Der Daily Bugle. New Yorks finest Daily Newspaper. Ist echt laut jetzt, ne? Ach, das ja. Viel Glück, Miss Morales. Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hä? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sag es euch. Es ist nur, was so eine Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Es ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Theresa. Und Mittwoch den ganzen du bist jetzt Spider. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Wir haben hier ein Problem. Herhören! Bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Oh, Kämpfe! Ich hab sie! Nun muss ich mir zum ersten Einsatz. Gern Sprache zu lernen. Habe ich mir auch schon öfter überlegt. Man weiß nie, wann es hilfreich sein könnte. Oh, guten Tag. Oh. Aua. Warum kämpfe ich eigentlich gegen den Underground? Alter, wie viel hältst du denn aus? Meine Fresse. Was, hol dir einen runter? Nee, nicht hier. Also, ich bitte dich. Oh, du hast gerade deinen eigenen Mann gekillt. Oh, du hast eine Waffe. Du kriegst einen Finisher. Während ich meine Nase katze. Hi. Achso. Tschüss. Oh, das ist aber nicht gut. Ach, willst du mich verarschen? Warum wechselt ihr denn ständig? Tschüss. Eure Position, was ist das denn? Es sind aber echt viele gerade. Oh, schau mal, ein Finisher. Oh Mann. Oh, schau mal, die sind in der Luft. Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Luftraum, aber hier ist doch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Nein.
wegen meiner Mom. Oh, schau mal, ein Finisher. Was war das? Prost, DJ! Jetzt gehen wir in eine Sprache ohne Ton. Wie geil ist das denn? Es ist auch echt cool. Huch! Warum befinde ich mich jetzt gerade in der Luft? Miles! Oh Gott sei Dank! Wo bist du? Ich joggen? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ja, ja. Ich gehe joggen, okay, Mama? Unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Das wäre muss dein Kasse. Hab dich lieb. Das habe ich in. In welchem Spiel? Tell me why. Seid ihr okay? Nein, nicht tell me why. Life is Strange 2. Es gab eine Explosion. Habe ich das schon so geil gefunden mit der anderen Sprache. Wie sie die eingebaut haben. Das ist total putzig. Okay, ich pass schon auf. Oh, bin ich jetzt. Ich muss mich beeilen. Ja, Entschuldigung. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Oh! Huch. Ah ja. Zur Ablenkung. Hi! Das kenne ich aus der Vorstellung. Oh, Hallöchen. Na, wer bist du denn? Tinkerer. Okay. Werdet ihn los! Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt! Und Brutze! Oh oh. Was zur Hölle war das? Nein. Er destabilisiert es. Runter! Ich wusste, dass sowas passiert. Am Ende ist es Finn. Oh. Hallo, Dalo. Wunderschönen guten Abend dir. Ach, warum denn? Huch, ich habe ja doppelte Ding jetzt. Ich habe die Explosion gesehen. Geht es dir gut? Ach halt, falscher Knopf, Entschuldigung. Falscher Knopf. Hi. Oh mein Gott. Ich habe sie heute getroffen. Geh weg. Warum habe ich denn jetzt zwei von den Dingern? Hallo. Tschüss. Tschüss. Ach ja? Verstehe gar nicht warum. Ich muss das verhindern. Wo mache ich denn das? Aua. Das ist super unhöflich, was ihr macht. Das sehen wir dann. La, 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 la. Finisher! Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen. Ja, ich schick mich doch schon. Oh, da ist noch eine, es sind nur noch zwei. Und guck mal, da ist ein Finisher. Finisher! Na also. Warum denn nicht? Warum sind die denn jetzt wieder zu dritt? Jetzt. Der Typ ist der Kerl? Wer ist der Kerl? Uiuiui. Entschuldigung, mehr Emotionen hatte ich gerade nicht als uiuiui.
Oh nein, das sieht nicht gut aus, außer für mich. Schön hast du geschrien. Boah Gott, das wäre Horror. Ja, und wie mache ich das? Nein! Ja, ich... Nein! Ah, Entschuldigung. Lauf, 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 lauf. Hui! Auto! Ja, wie wär's, wenn du dich auch hinschwingst? R1? Ja, das war das falsche R1. Alter! Meine Fresse! Alle aussteigen! Alle raus hier! Das war jetzt dumm. Entschuldigung. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich! Den Bus leider nicht. Die Leute, sie sitzen fest. Oh Gott, ich würde 300 Milliarden Tode sterben. Ich hab ne Idee. Ach so, ja. Die behindern hoffentlich nicht, dass ich schieße. Schwinge. Ja, Moment. Ich bin nicht so gut im Schwingen. Hui. Mhm. Danke, Spiel. Ah, Moment. Ja. Zack. Nein, 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 nein. Ich schaff das. Das Training macht sich bezahlt. Nein! Oh, warum denn immer einer? Hui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde. Oh Gott, oh Gott. Auto! Hui! Alter, ich würde in diesem Arm... Ich hätte gekotzt. Nur wer erhalten? Eindeutig. Aber hey, die Mütze sitzt, das stimmt. Drei Wettertop. Das war ich. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Er bitte Anweisungen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind zurück! Weg mit dem Handy, sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Was zum Teufel? Wo ist der hin? Haben die ihn geschubst? Da hab ich geschubst. Unsichtbar? Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Das ist die Brooklyn Bridge, ne? Ich weiß nicht.
Meister, coole Fähigkeiten. Ja, ich sehe es gerade. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Oh, doch nicht. Ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon-Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Nutella de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest... Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn es kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Never give up, never surrender. That was, die Musik ist so gut. Entschuldigung. Ja, bist du bescheuert. Dann habe ich gerade vergessen, dass ich meinen Controller in die Hand nehmen sollte. Weiter, wir haben neue Sachen freigeschalten. Und ich, also Chat. Na, das steht in der Spielweise genau, dass man Finn sofort erkennt und macht sich gar nicht die Mühe, es länger als ein paar Sekunden zu verbergen. Aber sie hätte auch eine Side-Scene machen können, die nur der Spieler sieht und nicht Spidey. Praktisch so ein Wassertank. Hattest du da... Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt vorhin. Na, wer ist denn der wahre Böse? Nun Roxxon oder Underground? Moment. Atmen. In den Kopf rufen, welche Sprache man spricht. Aktuell bin ich eher der Meinung, dass beide die Bösen sind. Hallo, neue Anzug. Ja, die Anzüge sind so toll. Habt ihr Into the Spider-Verse geschaut? Nee. Gibt's da irgendwo? Achso, ich war hier mit Absicht. Es gibt neue Modifikationen. Ah, du hast eine neue Anzugmodifikation Platz freigeschalten. Erzeuge eine Erschütterung, wenn Underground-Waffen zertrümmert werden. Okay.
Angriffe nach perfektem Ausweichen verursachen. Haha, als würde ich jemals irgendwann perfekt ausweichen. Jetzt bist du vergrößert den Zeitfenster für perfekte Ausweichmanöver. Beides unerschwinglich, aber ungünstig. Klassischer Anzug. Verbesserter Tech-Anzug. Der ist ja geil. Ich hatte vorhin den, ne? Der ist ja auch schick. Bleib aber erstmal bei dem. Fertigkeit. Ich bin nämlich Stufe 8, fast Stufe 9. Tarnfähigkeiten. Tarnenergie wird 20% schneller aufgeführt. Ja, go for it. Getarnte Angriffe kosten weniger Tarnenergie. Ja, go for it. Wenn ein Gegner mit Venom-Angriff besiegt wird, kostet der letzte Schlag keine Tarnenergie. Geil. Was ist das denn? Drücke bei Kontakt mit dem Punkt, zu dem du dich schwingst, X und den Punkt ist dann stark zu erhöhen. Aha. Ach, das sind die Haare. Oh, lol. Join Plus hat den gar nicht. Ich hab Join Plus nicht. Was? G? Ah! Sorry.